أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله رب العالمين dass Allah subhanahu wa ta'ala an erster Stelle mir die Gunst gegeben hat, wieder euch sehen zu dürfen und an höchster Stelle dass Allah subhanahu wa ta'ala uns gewährt, dass wir über ihn und über das Leben des Gesandten sallallahu alaihi wasallam lesen, sprechen, lernen und inshallah ta'ala, möge Allah uns das ermöglichen, danach handeln lassen. Amin. Wir haben letzte Woche über welchen Kriegszug gesprochen? Khaybar. Khaybar, haben wir gesagt, war der letzte Schloss der Bani Israel, der Juden in Medina. Die den Propheten sallallahu alaihi wasallam auf geheime Art und Weise immer wieder versucht haben zu töten, immer wieder versucht haben Pläne zu machen. Natürlich muss man sagen, wenn wir so die Geschichte lesen, dann haben wir nicht explizit etwas gegen eine Religion, gegen ein Volk, sondern wir geben die Geschichte wieder. Wir sagen, was in der Geschichte passiert ist, was als Fakt in die Historie, was als Fakt in die historische Geschichte eingegangen ist. Deswegen, yani, daraus soll man sich nicht interpretieren, okay, die Menschen haben dort und dort von dieser Religion diesen Fehler gemacht und deswegen machen wir diesen Fehler auch. Nein, wir schauen hier in der Geschichte, was hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht und lernen aus ihm und handeln wie er. Und heute werden wir inshallah noch einige Beispiele daraus sehen. Wir haben gesagt, Gerd, in welchem Jahr ist dieser Krieg passiert? Anfang sieben. 7 Jahre nach der Hijra, im allerersten Monat. Was ist der erste Monat im Islam? Muharram. Muharram, mashaAllah. Langsam, okay, die Sira hat was gebracht, Alhamdulillah. Am Anfang kamen nicht so viele Antworten, jetzt langsam kommen die Antworten, Alhamdulillah. Das gefällt mir. Und wir haben gesagt gehabt, die Schlösser, die Juden in Khaybar, war riesig. Und sie hatten alle Menschen dort, sie waren 20.000 Mann dort, wo kampfbereite Männer, ohne Frauen, ohne Kinder, yani nur Menschen, die kämpfen können. Wir haben gesagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist mit 1.600 dorthin gegangen. Wir haben gesagt, er kämpft, sie kommen nicht voran. Omar radiallahu anhu läuft, kommt nicht voran. Und beziehungsweise, was heißt, kommt nicht voran? Kommt schon voran, aber kommt nicht durch. Abu Bakr radiallahu anhu kommt nicht durch. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, was? Ich werde die Flagge der Muslime morgen einem Mann geben. Yuhibbuhu Allahu wa Rasuluhu. Ein Mann, er ist geliebt. Von wem geliebt? Von Allah und seinem Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Und auch Allah und sein Gesandten, und auch er liebt Allah und seinen Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Yani so ein Mann. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie wir gesagt haben, Qum ya Ali. Steh auf, o Ali. Halte seine Auge, gab ihm die Flagge, er ging durch. Wir haben gesagt, er hat sogar die Tür vom Schloss auf seine Schulter gehoben. Später die Sahaba sagen, wir haben 8 Leute versucht, diese Tür zu heben, umzudrehen. Nicht zu heben, umzudrehen. Er sagt, wir haben es nicht geschafft. Aber Ali radiallahu anhu, an diesem Tag hat Allah ihm so eine Kraft gegeben, er ist gelaufen. Wie ist er gelaufen? Für Allah ist er gelaufen, für den Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Deswegen konnte er so laufen. Und das ist das, was Allah uns verspricht. Wenn wir für Allah leben, das heißt, für Allah leben heißt nicht nur für dich selber leben, sondern für die Muslime leben, für den Islam leben, für den Propheten sallallahu alaihi wasallam leben, dann sagt Allah, wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin. Dann sagt Allah, nun gehört es uns, obliegt es uns, dass wir den Gläubigen helfen. Das heißt, die Hilfe Allahs kommt, indem man einsteht für Allah. Wenn man für Allah einsteht, dann wird Allah dir in der Dunya helfen und in der Akhira helfen. Also in der Dunya ist unwichtig. Soll jeder dich in der Dunya verlassen? Soll Allah dir alles geben, also was an Prüfung ist auf dieser Dunya? Inshallah nicht, aber wenn er dir gibt, aber wenn er dir am jüngsten Tag geholfen hat, dann ist das die beste Hilfe und die wichtigste Hilfe. Aber die Muslime zu der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam so treu, und wir werden heute noch einige Sachen sehen, so treu, dass Allah ihnen schon in der Dunya so einen Sieg gegeben hat. Und wir haben gesagt, Ali radiallahu anhu ist durchgelaufen durch die Tore. Hierbei erwähnen bei diesem Vers noch die Gelehrten eine Überlieferung von dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, ma min muslimin yadhubbu an
Erdi Achihi. Es gibt keinen gläubigen Muslim, keinen Muslim, der die Würde seines Bruders verteidigt. Yerubbu. Er geht und er verteidigt die Würde seines Bruders. Ja, nee, das kann auch hier, wenn der Text in einem Urteil männlich kommt, gilt das auch für weiblich. Das heißt, eine Frau soll beschmutzt werden, er verteidigt sie. Sie ist sauber. Ein Bruder soll beschmutzt werden, er verteidigt ihn. Er ist sauber. Ja, nee, er steht ein für Haq. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wenn er das macht, illa kana haqqan ala Allah ta'ala an yarudda anhu nar jahannam yawm al-qiyamah. So ist es verpflichtend geworden. Es ist das Recht geworden bei Allah, dass Allah ihn am jüngsten Tag vom Feuer abweist. Dafür, dass er seinen gläubigen Bruder für seine Würde im Diesseits eingestanden ist. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig. Gerade in Deutschland ist es umso wichtiger, dass man sich einsetzt für seine Glaubensgeschwister. Dass man schaut, dass man eine Einheit ist. Mit seinem Bruder sich freut, mit seinem Bruder weint. Mit seinem Bruder Erfolg hat, mit seinem Bruder zusammen durch dick und dünn geht. Dass man für ihn einsteht, dass man ihn unterstützt. Dass man zusammen ist und nicht wegen Kleinigkeiten sich trennt. Das ist entscheidend wichtig, dass man zusammenläuft, zusammenlebt. Weil wenn man das macht, zusammenlebt, zusammenlebt, zusammen kämpft, dann inshallah ta'ala werden wir von denjenigen sein, denen Allah subhanahu wa ta'ala das Feuer abweisen wird am jüngsten Tag. Und so hat Allah sein Versprechen gegeben, dass er den Gläubigen helfen wird. Und er hat den Gläubigen geholfen, alhamdulillah. Und sie haben dieses Schloss durchbrochen, was keiner vor ihnen durchbrechen konnte. Heute gibt es auch noch sehr, sehr viele Schlösser, die sie aufgestellt haben, wirtschaftlich, politisch. Aber diese ganzen Schlösser fallen nur mit einer Sache. Mit dem Koran und mit der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Nicht anders. Nicht anders kann das fallen. Sonst passiert das mit uns, was mit Nuh alaihi salam, seinem Sohn, passiert ist. Wenn wir schauen und die Hilfe nur bei Sachen suchen, die die Dunya uns gibt. Was sagt er sein Kind? Ich werde irgendwo hingehen und ich werde mich vor der Flut schützen, wie die anderen Menschen. Ich werde auf diesen Berg gehen. Es kann doch keine Flut kommen, die größer ist als Mount Everest, oder? Gehen wir auf Mount Everest drauf, welche Flut soll mich mitnehmen? Aber es gibt irgendwo die Sunna, das Boot von Nuh alaihi salam. Er sagt, nein, Allah hat mir gesagt, hier musst du einsteigen. Was hat er gemacht? Er hat nicht gehört. Und die Flut hat ihn auch von den höchsten Stellen genommen. Deswegen, so ist es mit der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Entweder steigt man ein und keine Flut trifft dich, oder du gehst den Weg andere Leute, die Vorbildhaftigkeit anderer Leute, aber diese Wege sind kritisch. Ali radiallahu anh geht durch. Erstes Schloss ist gefallen. Die anderen Schlösser werden weiterhin belagert und bekämpft. Aber das war das Schloss, wo Ali radiallahu anh reingekommen ist, wo die ganzen Kämpfer waren. Wo die ganzen Kämpfer waren, die stärksten der Juden waren. Und als das passiert ist, war Geschrei und Angst bei den Juden sehr groß. Als das alles passiert, kommt plötzlich ein Sklave der Juden, dunkelhäutig, in Richtung der Muslime, mit Schafen und Ziegen. Er war bei den Juden, er schaut, hä? Also er war weg mit seinen Schafen, mit seinen Ziegen. Und dann kommt er irgendwann wieder zurück, ein paar Tage später, er guckt, da ist Krieg. Er weiß von nichts. Sklave, dunkelhäutig. Er geht dorthin, er sagt, was ist los? Sie sagen, dieser eine Mann, der behauptet, Prophet zu sein, er ist da. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wir kämpfen gegen ihn. Und er sagt, was hat er euch gemacht? Er behauptet, dass er von Gott gesandt worden ist. Und wir haben ihn bekämpft und jetzt bekämpft er uns. Dieser Sklave hat sich gedacht, okay, hey, das ist jetzt eure Aussage. Aber ich will auch mal die andere Seite hören. Dann ist er mit den ganzen Ziegen, mit den Schafen in Richtung gegangen. Und dann hat er die Muslime, an die Muslime gesagt, was willst du hier? Dann sagen sie, ich möchte den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam sprechen. Dann sagen sie, okay, komm, wir nehmen dich mit. Er geht zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er sagt, ich schaue, sein Name war Yasar. Yasar radiallahu anhu. Er schaut den Propheten sallallahu alaihi wasallam an und sagt, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ich hörte mein Volk über dich so und so und so sprechen. Sie sagten, du bist ein Lügner, du behauptest ein Prophet zu sein. Aber ich wollte... Weil sein Herz, er sagt, als ich gehört habe, so Mohammed, ein Gesandter Gottes, er sagt, mein Herz war schon so, irgendwie hat es sich richtig angefühlt. Also, wie wenn die lügen und da ist was.
Er sagt, ich bin zu ihm hingegangen und habe gesagt, ja, Muhammad, was sagst du? Er sagte, ich bin jemand, den Gott entsandt hat für euch alle Menschen. Als mit der Religion des Islams und die einzigste Religion, die bei Allah akzeptiert ist. Dass ihr keinen dient, außer Allah. Und dass ihr auf meine Worte hört. Dann sagte er zu ihm, er sagt, und warum bist du hier? Er sagt, ich bin heute hierher gekommen, damit ich die Menschen davor befreie, dass sie Menschen anbeten und aufhören damit und anfangen, ihren einzig und alleinigen Schöpfer anzubeten. Sie sollen befreit werden von der Dienerschaft zu den Menschen und sollen rauskommen aus diesem Zustand zu der Dienerschaft Allahs. Er hört ihm zu, er sagt, erzähl mir noch mehr. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam erzählt. Er sagt, was muss ich machen, um in diese Religion reinzukommen? Er sagt, du musst bezeugen, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Er sagt, dann bezeuge ich, Eshadu an La ilaha illallah, wa Eshadu annaka Rasulullah. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam merkt, sein Auge, er überlegt. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, sag mir, was du denkst. Dann sagt er, Ya Rasulullah, ich bin schwarz. Und ich weiß nicht, was passiert mit mir nach dem Tod. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allah hat für die Gläubigen ein Paradies vorbereitet, wo der schönste Duft, das schönste Wasser, das schönste Brot, der schönste Boden, die schönste Erde, von allem das schönste ist und am meisten Platz ist. So viel, so wie die Himmel und die Erde pro Person. Dann freut er sich. Und dann werden seine Blicke wieder komisch. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam wieder, was ist los? Dann sagt er, ja Rasulullah, ich bin schwarz, ich stinke. Ich habe bei den Menschen keinen Wert. Hani, wird Allah auch mich in dieses Paradies nehmen? Warum? Bis heute kennt er es nicht anders. Bis heute kannte er nur, du bist schwarz, du bist Sklave, du bist nichts wert. So hat man ihn angeschaut. Ein Habeschi, einer aus Abyssinien, ein Sklave, kein Wert. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Allah wird nicht auf euer Äußerliches schauen. Wala ila amwalikum und wird auch nicht auf euer Vermögen schauen. Walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Doch Allah wird tief in eure Herzen schauen, wa a'malikum und zu euren Taten. Allah wird zu euren Taten schauen. Als er das gesagt hat, dieser Sahabi Yasar radiallahu anhu hat sich sehr gefreut. Dann sagt er, ja Rasulullah, was meine ich mit diesen Schafen, mit diesen Ziegen? Die gehören nicht mir, die gehören denen. Dann sagt er, und ich kann nicht mehr zurück zu denen. Wenn ich dorthin gehe und die wissen nicht mehr Muslim geworden, dann bin ich tot. Dann sagt der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, führ sie, weil der Prophet war selber auch Hirte. Er sagt, führ sie bis zu der Stelle, wo du kannst und dann schmeiß Steine, wohin sie gehen sollen. Und dann wird der sie lenkt, dorthin lenken. Er meint Allah. Allah wird sie dorthin lenken. Der Prophet aus dem Sack nicht behalte. Warum? Das ist ihrs. Sollen ihre Schafe und ihre Ziegen dorthin gehen? Welcher König würde das machen? Aber er war kein König. Er war ein Nabiullah, ein Prophet Allahs. Und er schmeißt die Steine und er sagt, die Schafe sind genau dorthin gegangen, wo sie hingehen sollen. Subhanallah. Auch solche Sachen passieren dort. Auch solche Sachen passieren dort, während diese Sachen passieren. Während diese Sachen passieren. Und genau dieser Sahabi, Yasar radiallahu anhu, er hat danach den Islam angenommen und hat angefangen zu kämpfen. Ohne ein einziges Gebet. Er hat in seinem Leben nicht ein einziges Mal gebetet. Aber er hat einmal die Shahada gesagt. Eshhadu an la ilaha illallah wa eshhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Und das hat er tief vom Herzen gesagt. Und für diese Shahada, für diese Ehrlichkeit, war er einer von den 20 Shuhada von Khaybar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihn gesehen, hat er gesagt, ist es er? Als er ihn gesehen hat, sagen sie ja. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat mit wenig viel gewonnen. Er hat mit wenig viel gewonnen. Ja, nicht so wie manche Dichter sagen, hätte ich doch hunderte Leben, die ich für Allah gebe. Dunya ist Schugeln, immer Beschäftigung. Wir beschäftigen uns viel. Aber schlussendlich, wohin gehst du? Du bist irgendwann, die Erde wird dich aufnehmen. Und dann wird keiner mehr sagen, oh Yunus, du hattest blaue Augen. Oder Yunus, du hattest einen großen Bizeps.
Eine, wird alles nicht mehr gesagt. Danach ist nur noch Yawm al-Hisab. Dann ist Abrechnung. Dann ist, Yunus, was hast du gemacht in deiner Zeit? Mit wem hast du deine Zeit verbracht? Mit was hast du deine Zeit verbracht? Hast du mein Buch gelesen, was ich dir gegeben habe? Wie viel Zeit hast du investiert? Hast du deinen Propheten, den ich dir geschickt habe, gelernt? Das sind Fragen, die man stellt. Und dann ist die Frage, habe ich mein Leben für Allah geopfert, meine Zeit für Allah gegeben oder für etwas anderes? Das ist eine wichtige Frage und eine große Bedrohung für alle Menschen. So, diese Sachen passieren, der Prophet sallallahu alaihi wasallam kämpft und kämpft und kämpft. Als dieser, Yasar radiallahu anhu, gestorben ist, der Prophet sallallahu alaihi wasallam schaut sein Gesicht an, plötzlich dreht er sein Gesicht. Dieser, über den wir gesprochen haben. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam dreht sein Gesicht auf einmal und schaut nicht mehr so hin. Und es ist den Sahaba aufgefallen. Sagen, ja Rasulallah, warum hast du das gemacht? Er sagt, in diesem Moment, al-an zawjatayhi. Immer wenn jemand stirbt und er soll eine Frau, dieser Mann hatte keine Frau auf der Erde. Aber das war, was er in seinem Herzen gewünscht hat, dass er zwei Ehefrauen im Paradies hat. Er hat wenig gemacht. Der Prophet sagt, seine zwei Ehefrauen aus dem Paradies waren da und haben seinen Staub von seinem Gesicht abgewischt und haben gesagt, soll der staubig sein, der diesen Staub verursacht hat? Ja, haben so gesagt. Und soll der sterben, der dich getötet hat? Und so waren seine zwei Frauen bei ihm. Deswegen sagt der Prophet, habe ich meinen Kopf gedreht. Allahu Akbar. Ja, nee, dieser Sahabe hat in diesem Moment gewonnen. Er hat das bekommen, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm versprochen hat. Deswegen ist sehr, sehr wichtig, die Niyya, die Absicht, weswegen lebe ich, Ikhlas. Er hatte Ikhlas, mit wenig viel geschafft. Manche Leute haben kein Ikhlas, Allahu Akbar, stehen ohne Ikhlas, ohne Aufrichtigkeit im Gebet, stehen ohne Aufrichtigkeit in ihrem Leben, sagen ohne Aufrichtigkeit die Shahada und gewinnen mit viel nichts. Andere sind aufrichtig, Allah gibt ihnen mit viel sehr, sehr, mit wenig sehr, sehr viel. Deswegen, yani, die Lebensdauer ist nicht entscheidend. Oft sagt man immer, möge Allah dir langes Leben geben, langes Leben geben, langes Leben geben. Ja, soll mein Leben eine Stunde sein, aber mit dieser einen Stunde soll ich das Paradies gewinnen. Das ist Leben. Subhanallah, was ich am Wochenende, also ich weiß nicht mehr genau, vor einigen Tagen vor einem Sheikh gehört habe in seinem Unterricht. Er sagt, der Mensch hat fünf Leben. Fünf Leben. Das erste ist, bevor er auf die Welt kommt, wo Allah Arwah, die Seelen, erschafft. Das ist sein erstes Leben. Deswegen, es gibt manche Menschen, wenn du sie triffst, du sagst, das ist, ich kenne den schon seit 100 Jahren so. Also, hier, wenn du dich schon seit 100 Jahren kennst, ihr seid einfach so Brüder. Ihr versteht euch sofort direkt. Sie kennen sich schon von diesem Leben. Das heißt, alle Lebewesen waren schon mal lebendig mit ihrer Seele. Und sie haben alle geschworen, Rabbun Allah. Sie haben alle gesagt, als Allah gefragt hat, bin ich nicht euer Herr, haben sie gesagt, Qalu Bala, doch, du bist unser Herr. Du bist unser Herr, Rabbun Allah, unser Herr ist Allah. Danach hat Allah sie das vergessen lassen. Deswegen sagt Allah, yu'minuna bil ghaib. Sie sind Menschen, sie haben Iman an das Verborgene. Und dieses Verborgene ist dein Treffen mit Allah. Du hast schon Allah geantwortet. Du kennst Allah. Deswegen sagt der Gelehrte, er sagt, jeder kommt mit der Futra auf die Welt. Weil seine Seele hat schon Allah getroffen. Deswegen hat jemand, deswegen findest du Völker, sie beten Statuen an. Weil die Seele weiß, da ist irgendwas. Und er sucht danach. Der eine findet die Statue, der eine findet wirklich den Schöpfer. Unterschiedlich. Das war das erste Leben. Das zweite Leben ist auf der Erde. Das dritte Leben ist Berzach. Im Leben im Grab. Das vierte Leben ist Mahshar. Wenn du aus den Gräbern rauskommst, wo die Brücke ist, wo die Abrechnung ist, wo Mutter wegrennen wird. Dieser Tag. Dieser Tag, diese Periode. Und das letzte Leben ist das Paradies. Und er sagt, das kürzeste Leben von diesen fünf Leben ist das Leben im Diesseits. Selbst im Grab wirst du länger leben wie auf der Dunya. Du wirst unter der Erde länger leben wie auf der Erde. Aber jeder schmückt seine Gegenstände auf der Erde, aber nicht unter der Erde.
obwohl es das kürzeste Leben ist. Das kürzeste von diesen fünf Leben ist. Allahu Akbar. Möge Allah uns recht leiten. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt: Man sa'ala Allah al-shahada. Wer Allah wirklich die Shahada bittet, aber bi sidqin, mit Aufrichtigkeit, ballagahu Allahu manazil al-shuhada, so wird Allah ihn die Stufe der Shuhada erreichen lassen. Selbst wa in kana mata ala firashihi. Selbst wenn er in seinem Bett stirbt, weil Allah sein Herz kennt, wird er wohl als Shuhada, von den Shuhada gezählt. Allahu Akbar. Deswegen ist es sehr, sehr, sehr wichtig, dass man diesen Ikhlas hat und wirklich für Allah subhanahu wa ta'ala leben möchte und für Allah subhanahu wa ta'ala sterben möchte. Danach, sie kämpfen so. Als das passiert, kommen die Juden zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und schicken Botschafter. Sie sagen: O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wir können nicht mehr. Also, sie merken, okay, unser wichtigstes Schloss ist gefallen. Unser wichtigstes Schloss ist gefallen. Wir haben Probleme. Und sagen: Wie wäre es, wenn wir einen Frieden schließen? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist bei Frieden nie abgeneigt gewesen. Er sagt: Alles klar, machen wir Paragraphe aus, dann machen wir einen Friedensvertrag. Sie kommen, sie sagen zum Propheten sallallahu alaihi wasallam: Erste Sache, alle Kämpfer, also keiner der Kämpfer darf gefangen genommen werden. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam darf keinen gefangen nehmen. Zweite, mit Frau und Kinder dürfen sie ausreisen aus Khaybar. Drittens, nur ein Tier dürfen sie mitnehmen. Und dieses Tier dürfen sie vollpacken mit Gegenständen, aber nicht mehr als ein Tier. Und sie dürfen, viertens, sie müssen alles andere liegen lassen, selbst Kleidung. Sie dürfen nur ein Kleidungsstück mitnehmen. Und fünftens, sie müssen dem Propheten sallallahu alaihi wasallam sagen, wo sie die Schätze von Khaybar, weil sie sehr reich waren, wo sie das versteckt haben. Dann haben sie gesagt, okay, haben sie so die Vereinbarung gemacht, für sie gute Seiten, für die Muslime gute Seiten. Plötzlich kamen die Juden wieder. Da haben sie gesagt: O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie wäre es, ginge es auch, wenn wir auch hier bleiben und nicht rausgehen? Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Ja, aber wie machen wir es dann? Dann sagen sie: Wir werden dir jedes Jahr die Hälfte unseres Einkommens geben. Weil wir kennen diesen Boden, wir arbeiten hier, wir sind gute Arbeiter. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Khaybar ist eine große Stadt. Woher soll er jetzt Leute finden dort, sonst wäre die Stadt leer. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt: Okay, alles klar, ihr bleibt hier. Und jährlich zahlt ihr die Jizya. Das heißt, nun sind sie unter dem islamischen Staat und zahlen jährlich Steuern dafür, dass auch der islamische Staat für alles aufkommt. Yani so wie wir heute in Deutschland leben. Wir leben in Deutschland, wir arbeiten, wir müssen Einkommensteuer zahlen, wir müssen gewisse Sachen zahlen. Und genau auf diese Art und Weise. Ihr könnt dort leben, nach eurer Religion praktizieren. Euer Einkommen, davon müsst ihr jährlich die Hälfte abgeben. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat jedes Jahr Abdullah bin Rawaha radiallahu an dorthin geschickt. Abdullah bin Rawaha radiallahu anhu ist dann dorthin gegangen. Sie haben das dann einverstanden, das war auch ihr Vorschlag, sie sind dort geblieben. Abdullah bin Rawaha radiallahu anhu ist hingegangen, hat das ganze Vermögen in zwei geteilt und hat gesagt: Nehmt welche Hälfte ihr wollt. Yani, damit sie wissen, okay, der hat nicht geschummelt. Er hat hier die Hälfte gemacht, da die Hälfte, hat gesagt, das ist jetzt in zwei Hälften das Vermögen. Und ihr entscheidet, welche Hälfte bei euch bleibt. Ja, nicht, dass es heißt, ich habe mehr mitgenommen. Hier könnt ihr gucken, ihr entscheidet, was bei euch bleibt. Als die Juden das gesehen haben, ein Jahr später, haben sie, obwohl sie Feinde waren, haben sie mit ihrem eigenen Mund gesagt: بِهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. Mit dieser Gerechtigkeit bleibt Himmel und Erde bestehen. Mit dieser Gerechtigkeit bleibt Himmel und Erde bestehen. Warum? Er hätte auch einfach nach seinem Kopf was machen können, nach seinem Gefallen etwas machen können. Aber er ist nur mit der Absicht hingegangen, dass keinem Zulm widerfährt. Und damit bleibt die Herde stehen. Und damit bleibt ein Volk bestehen. Ein Volk bleibt nur so lange bestehen, solange Gerechtigkeit dort ist. Wenn Betrug, Augendienerei, Gefallen für deinen Sohn, für deinen Cousin, für den und das, dann wird niemals Gerechtigkeit bestehen bleiben. Dann werden immer falsche Leute kommen. Dann werden falsche Leute hervorkommen. Und wenn du denen die Möglichkeit gibst, dann unterstützt du sie sogar dabei.
Deswegen sagte er, damit, mit dieser Gerechtigkeit, haben sie gesagt, bleibt Himmel und Erde bestehen. 1600 Mujahidun, haben wir gesagt, davon sind nur 20 Shahid geworden. Circa 400 sind später als Unterstützung gekommen, haben wir gesagt gehabt, von dem Stamm Daus, die zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen sind. Und bei den Juden sind in etwa 100 Leute, sind bei den Juden in etwa gestorben. Bei den Juden sind in etwa 100 Leute dann gestorben. Danach, sie machen das, sie verteilen das, aber kurz bevor das passiert, gab es einen in Medina, er hat vor kurzem den Islam angenommen. Keiner kennt seinen Namen. Egal nach welcher Recherche man geht, keiner kennt seinen Namen. Ein Bedawi, ein Wüstenaraber. Keiner kennt seinen Namen. Im Hadith heißt es, er war in Medina, hat den Islam angenommen. Ein Wüstenaraber, dunkelhäutig. Kann man nicht viel über ihn sagen. Die wenigsten kennen ihn. Bei Khaybar war er dabei. Als dann das erste Schloss gefallen ist, hat man angefangen, Kriegsbeute zu verteilen. Weil aus dem ersten Schloss sind schon viele Kriegsbeuten gekommen. Zweite Schloss gefallen, wieder Kriegsbeute verteilt. Aber noch andere Schlösser sind noch am Kämpfen, am Belagern. Als das passiert, gehen sie hin. Was machen sie? Sie gehen auch zu diesem Wüstenaraber hin. Und sagen, hey, das ist dein Anteil. Als sie dem das geben, dann sagt er, Mahada, was ist das? Ah, nee. Er guckt, die geben dem Gold, Silber. Er sagt, was ist das? Da sagen sie zu ihm, Qasamahu leke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Das ist dein Anteil, was dir der Prophet sallallahu alaihi wasallam zuschreibt. Dann geht er zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und fragt den Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagt, ja Rasulullah, was ist das? Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm, das ist das, was dir zusteht. Dann sagt er zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, ma ala hadha taba'atuka. Ich habe dir nicht mein Treueeid gegeben wegen diesem Gold und Silber. Er sagt, ich gab dir mein Treueeid, damit ein Pfeil mich hier an meinem Hals trifft. Ja, dass ich Shahid werde. Nur deswegen habe ich zu dir gesagt, Eschhadu an la ilaha illallah wa eschhadu anna Muhammad Rasulullah. Ja, das meine, hier soll mich ein Pfeil treffen. Dann sagte der Prophet, wenn du ehrlich bist, dann wird Allah dich bestätigen. Dann ging er, hat gekämpft, plötzlich, als dann der Krieg vorbei war, liegen die Shuhada dort, die 20 Shuhada. Der Prophet sieht dort, genau, die Sahaba sagen, genau wo, die Stelle, wo er gezeigt hat. Genau die Stelle, wo er gezeigt hat, genau dort hat ihn ein Pfeil getroffen. Allahu Akbar. Danach hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam seine eigene Würde, seine eigene Gewand genommen. Hat sein Gewand über ihn gelegt. Danach, als er beerdigt worden ist, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam sein Totengebet gebetet. Und hat in seinem Totengebet gesagt, Allahumma hadha abduka. O Allah, das ist dein Diener. Yani ich bezeuge das. Das ist dein Diener. Kharaja muhajiran fi sabilik. Er ist ausgewandert zu mir nach Medina als ein Auswanderer auf deinem Weg. Ich bezeuge das, ja Allah. Faqutila. Und er wurde getötet, shahidan, als ein Shahid. Wer sagt das? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Als Shahid wurde er getötet. فَأَنَا عَلَيْهِ شَهِيدٌ. Und ich bin Zeuge über ihn. Allah Akbar. Ich bin Zeuge, dass er ein Diener war von dir. Ich bezeuge, dass er für dich ausgewandert ist. Ich bezeuge, dass er für dich gekämpft hat. Ich bin Zeuge, dass er Shahid ist. Allah Akbar. Bei uns nennen wir Erju, wir haben Hoffnung. Wir hoffen, wir sagen, ja Allah, nee, nimm an. So, sei gnädig zu uns.
bei ihm bestätigt. Von wem? Von dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Ja, deswegen, die Religion ist nicht etwas, was man macht für irgendjemand, für den Gefallen von irgendjemand, sondern nur einzig und allein für Allah subhanahu wa ta'ala. Danach, der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist dort, plötzlich kommt noch einer. Gerade wo sie so am Verteilen waren, gab es noch mal jemanden, der gekommen ist. Wer? Ja'far bin Abi Talib, radiallahu anhu. Wer war Ja'far bin Abi Talib? Der Bruder von Ali, radiallahu anhu. Wo ist er? Der Name kennt jeder. Wo ist er? Wieso war er nicht von Anfang an dabei? Wer hat mit Najashi gesprochen, als sie Auswanderer nach Abyssinien gegangen ist? Wen haben sie als Sprecher genommen? Ja'far bin Abi Talib. Er ist seit 5-6 Jahren nach der Hijra, war die erste und die zweite Auswanderung. Seit 5 nach der Nubuwa, Astaghfirullah, nach der Nubuwa. Wir sind 7 Jahre nach der Hijra. Das heißt, wir sind 13, wir sind 20 Jahre nach der Nubuwa. 20 Jahre nach der Nubuwa. Er hat das letzte Mal den Propheten sallallahu alaihi wasallam 5 Jahre nach der Nubuwa gesehen. Das heißt, da liegen dazwischen mehr als 10 Jahre, 15 Jahre dazwischen. 15 Jahre hat er den Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht gesehen. Wir haben gesagt gehabt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Amr bin Umayya radiallahu anhu zu Najashi geschickt hat. Zu Najashi nach Abyssinien geschickt hat. Er hat ihn nach Abyssinien geschickt und hat zu ihm gesagt, lade Najashi ein zum Islam, überbring den Brief und hol die Auswanderer zurück nach Medina mit einem Schiff. Sie gehen, kommen von dort zurück, kommen nach Medina an. Sie sagen, wo ist Rasulullah? Wir haben 15 Jahre nicht gesehen. 15 Jahre. Dann sagen sie, er ist zur Khaybar gegangen zum Krieg. Genau gleich wie der Stamm Daus. Dann sagt er, dann lasst uns auch dorthin gehen. Dann sind sie dorthin gegangen mit Amr bin Umayya radiallahu anhu zusammen. Sie gehen dorthin. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als Ja'far bin Abi Talib radiallahu anhu kam, sagte er, ma adri bi ayyihima ana usarru. Er sagt, ich weiß nicht, für welches dieser zwei ich mich mehr freuen soll. Bi fathi Khaybar. Soll ich mich freuen, dass wir Khaybar gewonnen haben? Oder bi qudumi Ja'far. Oder dass Ja'far radiallahu anhu gekommen ist. Sogar die Überlieferung bei Ahmed bin Hanbal in seinem Musnad sagt, dass Ja'far bin Abi Talib radiallahu anhu so angefangen hat, vor Freude sich um den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu drehen. So. Kennt ihr diese Mevlana, wo sie sich so drehen? So in dieser Art, dass er so um den Propheten sallallahu alaihi wasallam sich gedreht hat, vor Freude. Vor Freude, dass er den Propheten sallallahu alaihi wasallam wieder sehen konnte. Ja, und da liegen 15 Jahre dazwischen. 15 Jahre. Aber in diesen 15 Jahren, die Liebe des Propheten wurde niemals weniger. Ist immer gleich geblieben. Deswegen eine Eigenschaft des Propheten sallallahu alaihi wasallam war, wenn er jemanden gesehen hat, hat er ihn nie vergessen. Das war seine Besonderheit. Wenn er jemanden gesehen hat, dann... Einige waren dann traurig. Warum? Einmal die Frau von Ja'far radiallahu anhu, Esma radiallahu anha, sie war zu Besuch bei der Tochter von Omar radiallahu anhu, gleichzeitig die Frau des Propheten sallallahu alaihi wasallam, Hafsa radiallahu anha. Und dann kam Omar radiallahu anhu rein und dann sagte er, wir sind von den Auswanderern her besser als ihr. Warum? Wir sind mit dem Propheten zusammen nach Medina ausgewandert. Wir haben euch überholt in den Taten. Dann sagt unsere Mutter, also beziehungsweise die Ehefrau von Ja'far radiallahu anhu, wie ihr habt uns überholt? Er sagt, ja, wir waren mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zusammen, ihr nicht. Dann sagt sie, nein, du sprichst nicht die Wahrheit. Sie sagt, ihr wart neben dem Propheten sallallahu alaihi wasallam.
Erlas euch die Verse Allahs, speist eure Armen, gab euch Ratschläge und ihr wart bei ihm und konntet bei ihm Stärke finden. Sie sagt, wir waren in der Ferne, doch trotz unserer Ferne haben wir immer unser Ziel bewahrt. Wir haben immer unser Ziel bewahrt. Wir waren immer auf dem Weg des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Obwohl wir nicht bei ihm waren. Aber sie ist zum Propheten aus dem hingegangen und hat sich beschwert. Er sagt, ja, Rasulullah, manche reden so. Sie sagen, wir haben euch in der Auswanderung überholt. Der Prophet sallallahu sagte, Omar und seine Leute sind einmal ausgewandert. Aber die Leute des Schiffes, sagt er, warum? Sie sind mit dem Schiff nach Abyssinien hin und zurück gekommen. Die Leute des Schiffes, sagt er, yani du und deine Leute, ihr seid zweimal ausgewandert. Ihr habt sie überholt. Ihr seid einmal nach Abyssinien ausgewandert und ihr seid einmal nach Medina ausgewandert. Und deswegen sagt der Prophet zu ihnen, keiner ist wie ihr. Keiner ist wie ihr, dass er zweimal ausgewandert ist. Yani warum lese ich das? Damit wir wissen, manchmal ist es vielleicht nicht so entscheidend, direkt in dieser Zeit zu leben oder bei ihm zu sein. Ja, man kann auch ohne neben ihm zu sein, sein Ziel schützen. Und wenn man sein Ziel schützt, dann kann man auch dem Propheten sallallahu alaihi wasallam sehr, sehr nahe sein. Aber die Bedingung ist, dass man ehrlich ist. Dass man ehrlich ist in Wort, Schrift und in allem. Allah sagt im Koran, innama kana qawlul mu'minin. Die Aussage der Gläubigen ist nur eines. Sie haben nur eine Aussage. Idha du'u ila Allah. Wenn sie gerufen werden zu Allah wa rasulihi und zu seinem Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, لِيَحْكُمَا بَيْنَهُمْ, dass der Prophet Sosem zwischen ihnen ein Urteil gibt, dann ist das Einzigste, was sie sagen, أَنْ يَقُولَ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا, wir haben gehört und wir haben gehorcht. Sie werden kein anderes Wort verlieren, außer das. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, und das sind die Erretteten. Das sind die Menschen, die gewinnen werden auf dieser Erde. In der Erklärung sagt Ibn Abbas radiallahu anhu etwas sehr, sehr wichtig. Er sagt, Akhbara bita'atil muhajirin wal ansar. Hier sagt er, berichtet Allah von der Gehorsamkeit der Auswanderer und der Helfer in Medina. Wa in kana dhalika fima yakrahun. Auch in Angelegenheiten, die ihnen zuwider sind. Das heißt, es kann mal sein, dass eine Angelegenheit dir schwerfällt. Dass es dir schwerfällt, auf die Beziehung mit einem Mädchen zu verzichten. Dass es dir schwerfällt, Fernseher auszuschalten, dein Handy nicht auf diese Webseite zu gehen. Es kann dir schwerfallen. Es kann dir vielleicht nicht gefallen. Aber Allah sagt bei den Gläubigen trotzdem, Sami'na wa ata'na. Das Einzigste, was sie machen, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Im nächsten Vers, in dem darauffolgenden Vers sagt Allah, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ, wer gehorsam gegenüber Allah ist, وَرَسُولَهُ, und gegenüber seinem Gesandten, وَيَخْشَ اللَّهَ, und wirklich Angst gegenüber Allah hat, وَيَتَّقْهِ, und Taqwa gegenüber Allah hat, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ, so ist er wahrlich von den Gewinnern. Was bedeutet dieser Vers? Wer kann uns diesen Vers erklären? Habt ihr zugehört? Nochmal. Allah sagt, wer gehorsam gegenüber Allah ist und seinen Gesandten ist, Angst vor Allah hat, Taqwa gegenüber Allah hat, so ist er von den Gewinnern. Ja, nee, ich würde jetzt sagen, dass eine Person halt nach dem Koran und der Sunna lebt. Sehr gut. Dass er Angst hat, also dass er in der Hoffnung, aber zugleich in der Angst hat, ist halt Schlechtes zu tun, aber in der Hoffnung auf Allahs Barmherzigkeit, dass er alles gibt, um den richtigen Weg zu gehen und das Beste gibt,
um nicht den falschen Weg zu gehen. Sehr gut. Gibt es noch jemand anders, der was sagen würde? Omar radiallahu an, er ist in der Moschee, plötzlich steht ein Römer neben ihm. Er steht neben ihm und sagt, Ana ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Er sagt, ich bezeuge, es gibt keinen Gott außer Allah und ich bezeuge, Muhammad ist der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam. Danach sagt Omar radiallahu an zu ihm, ma sha'nuka, was passiert hier, was soll das werden so? Dann sagt er, aslamtu lillahi, ich habe für Allah den Islam angenommen. Dann sagt Omar radiallahu an zu ihm, hal li hadha sababun, hat das einen Grund, warum du den Islam angenommen hast? Ein Römer. Wallahu alam, im Hadith heißt nicht, was er davor war, aber mit großer Wahrscheinlichkeit, weil er ein Römer ist, weil er von Rom kommt, ist wahrscheinlich, dass er Christ war. Dann sagt er, naam, inni qara'tu at-taurata waz-zabura wal-injil. Er sagt, ich bin jemand, ich habe die Tora gelesen, ich habe Zabur gelesen und ich habe Injil gelesen. Yani, ich habe alle Bücher gelesen, sagt er. Wa kathiran min kutub al-anbiya, und viele der seit Bücher der Propheten, yani damit meint er alles, was er über die Propheten erfahren hat. Wa sami'tu asiran yaqra'u ayatan min al-Qur'ani jama'a fiha kull ma fi al-kutub al-mutaqaddama. Er sagt, ich habe den Koran auch gelesen und im Koran, als ich gelesen habe, ist mir ein Vers gekommen, der alles beinhaltet, alles hat, was die Bücher davor haben. Ein Vers. Dann sagt Omar radiallahu anhu zu ihm, welcher ist das? Er sagt, ich las diesen Vers, فَعَلِمْتُ أَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. Dieser eine Vers, der alles beinhaltet, hat mir gezeigt, das ist von Allah. Das war der Vers, Al-Aya, Qawluhu Ta'ala, wa man yut'i Allaha. Dieser Vers, den wir gelesen haben. Er sagt, wer Allah gehorcht, dann ergänzt er, ey, fil fara'id. Wer gehorsam ist in den Pflichten gegenüber Allah. Wa rasulihi, und wer Gehorsamkeit hat gegenüber seinen Gesandten. Was ist damit gemeint? Er sagt, fis sunan. Dass man die Gewohnheiten des Propheten sallallahu alaihi wasallam in sein Leben etabliert. Seine Sunnah. Und Angst vor Allah hat in was? Fima mada min umrihi. Das, was in meinem Leben schon vergangen ist. Meine Vergangenheit. Angst vor Allah hat wegen seiner Vergangenheit, wegen seiner vergeudeten Zeit, Fehler, Sünden und, all die Zustände. Und Taqwa hat gegenüber Allah fima baqiya min umrihi. In das, was noch übrig ist von seinem Leben, mit Taqwa lebt. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. Das sind die Gewinner. Was ist damit gemeint? وَالْفَائِزُ مَنْ نَجَى مِنَ النَّارِ. Das ist der, der vom Feuer entkommt, befreit wird. وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ. Und in das Paradies eintritt. Er sagt, dieser Vers hat mir gezeigt, das beinhaltet alles, was die Bücher davor haben. Ein einziger Vers. Kommt immer darauf an, wie man diesen Vers liest. Nicht jeder ist gleich. Es gab auch Menschen, sie haben was? Min alladhina hadu yuharrifuna al-kalima. Es gab Menschen, sie haben von den Juden die Worte Allahs verdreht. An mawadi'ihi. Von dieser Stelle zu einer anderen Stelle genommen. Kontext verändert, Gebote verändert. Wa yaquluna sami'na wa asayna. Und haben gesagt, ja, wir haben das gehört, aber wir gehorchen nicht. Wir haben das gehört, aber wir gehorchen nicht, haben sie gesagt. Na'udhu billahi ta'ala. Was auch passiert ist bei Khaybar, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gewisse Verbote gegeben. Die Sahaba haben ein riesiges Feuer angezündet. Und sie wollten gerade Esel essen. Eselfleisch. Aber was für ein Eselfleisch? Diese heimischen Esel. Diese wilden Esel, heimische Esel. Sie wollten gerade das zubereiten und war schon in den Töpfen drin. Plötzlich kam der Prophet aus dem Himmel und sagte, hey, schüttelt das ganze Essen aus. Allah hat uns diesen Esel haram gemacht. Warum gerade dort am Abend? Noch in Kriegssituation. Alle haben Hunger. Keiner hat gefragt, warum. Und genau deswegen hat Allah das gemacht.
Genau zu diesem Zeitpunkt. Er hätte es auch in Medina machen können, wo nichts ist. Hey, wisst ihr was? Ab heute kein Esel mehr. Aber da, wo alle Hunger hatten und schon im Topf zubereitet, ja, der ist schon da, hat der Prophet gesagt, schüttelt es aus. Also falls euch mal die Frage kommt, wenn mir jemand Alkohol aus Versehen geschenkt hat, Nachbar, der es nicht weiß, darf ich auch schütteln? Schüttel aus, wenn es haram ist. Alle ohne Widerworte haben das ausgeschüttelt. Ohne Widerworte. Keiner hat gesagt, warum, weshalb, wieso. Nur eine Frage haben sie gestellt. Ja, Rasulullah, sollen wir diese Töpfe, sollen wir die kaputt machen? Oder können wir die auch so beibehalten und halt waschen? Ja, wenn du sagst kaputt, dann kaputt. Kein Problem. Wenn du sagst, da kann man nichts mehr essen, dann kann man nichts mehr daraus essen. Wenn du sagst, wir können es, dann hat der Prophet gesagt, macht sie sauber und behaltet sie gerne. Aber ein Test. Hörst du und gehorchst du oder nicht? Das ist ein Test für dich. Und eine letzte Sache, inshallah ta'ala, mit der werden wir abschließen, war, dass man versucht hat, den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu vergiften. Bei Khaybar. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat was gemacht? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam alles verteilt, die Mujahidun haben ihren Anteil bekommen. Danach, eine Sache hat gefehlt. Auch mit den jüdischen Stämmen der Dialog. Sie kamen, sie haben angefangen zu reden. Plötzlich kam eine Frau. Eine Frau kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und hat Essen angeboten. Und hat dem Propheten sallallahu alaihi wasallam Essen angeboten. Bevor sie dieses Essen angeboten hat, hat sie nachgefragt, welche Stelle dem Propheten sallallahu alaihi wasallam am meisten gefällt. Sie hat so ein Tier genommen, ein Schaf, in einer anderen Überlieferung auch ein Ziege, Lohalem, Schaf mit hoher Wahrscheinlichkeit. Ein Schaf genommen, hat gefragt, welche Stelle gefällt ihm am meisten. Da haben sie gesagt zu ihm, vor allem so Kotelett und so mag er. Gerade diese Stellen, wo sie erfahren hat, dass dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gefällt, sie hat das ganze Tier vergiftet, aber gerade diese Stellen hat sie am meisten vergiftet. Damit sie sich sicher ist. Sie kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, hat Essen angeboten. Die Sahaba haben, der Prophet sallallahu alaihi wasallam immer, wenn ihm Essen hier, er hat alle eingeladen. Alle eingeladen, sind an den Tisch gekommen. Das Fleisch liegt dort. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dieses Fleisch genommen, hat in seinem Mund gelegt, genau die Stelle, wo sie am meisten, dieses Kotelett, was sie am meisten vergiftet hat, hat einmal gekaut. Und hat dann rausgemacht und hat gesagt, Finger weg, keiner soll essen. Aber einer der Sahaba, Bishr radiallahu anhu, er hat schon gegessen, runtergeschluckt gehabt. Der Prophet hat gesagt, Finger weg, dieses Fleisch hat mir erzählt, dass es vergiftet ist. Das Fleisch hat mir gesagt, dass es vergiftet ist. Ruft mir diese Frau. Danach ist die Frau gekommen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gefragt, ma hamalaki ala dhalik? Was hat dich dazu getrieben? Was war der Grund, dass du das gemacht hast, dass du versucht hast, uns zu vergiften? Dann sagte sie, du weißt, ich habe diese Situation hier gesehen, ich habe das alles miterlebt. Hier gibt es Krieg, ihr kämpft gegen uns. Man sagt zu uns, du bist ein falscher Prophet. Sie sagt, mein Grund war verkultu, ich sagte mir, in kene meliken. Wenn das irgend so ein König ist, der uns überfallen möchte, istarahtu minhu. Wenn du das gegessen hast, dann haben wir Ruhe von dir. Dann stirbst du und wir haben Ruhe von dir. Wa in kana nabiyyan, und wenn du ein Prophet bist, fasayukhbaru, dann wusste ich, das wird dir berichtet. Wie gut ist das? Ein Sahabi ist Shahid geworden deswegen, Hani. Wegen deinen Gedanken so. Eine Überlieferung sagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihr vergeben. Sie wurde freigelassen und ganz normal als Muslimin, sie hat den Islam dann angenommen. Sie hat den Islam danach angenommen. Eine Überlieferung sagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sie als Muslimin so weiterleben lassen. Eine andere Überlieferung sagt, nein, es wurde ein Qisas gemacht. Das heißt, die Familie von Bishr wurde gerufen und sie wollten, dass sie stirbt. Und infolgedessen hat sie die Todesstrafe bekommen und wurde auch mit Gift getötet. Also genau wie sie Bishr getötet hat. Allahu alam, es gibt verschiedene, die Gelehrten sind ein bisschen geteilt. Aber Wallahu alam, Jumhur, also der Großteil der Gelehrten sagt, es wurde Qisas auf sie verübt. Das auch passiert. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam sozusagen das Thema Khaybar abgeschlossen. Die Juden haben weiterhin in Khaybar gelebt, haben weiterhin
dort gemacht. Sie waren mit der Gerechtigkeit des Propheten sallam überaus zufrieden. Überaus zufrieden, walhamdulillahi rabbil alamin. Haben dort weitergelebt, bis zu der Zeit von Omar radiallahu anhu, haben sie dort weitergelebt. Danach sind sie raus, beziehungsweise auch Omar radiallahu anhu hat das angeordnet. Danach sind sie raus, als der Islam immer größer, 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 größer wurde. Und alhamdulillah, so sind die Schlösser von Khaybar gefallen. Und man wird jetzt sehen, in sehr kurzer Zeit, nachdem die Schlösser von Khaybar gefallen sind, werden die Götzen und alle Schlechte fallen. Ja, das muss für uns eine Lehre sein. Wir müssen wissen, wie wir dorthin kommen, wie wir diesen Weg eingehen, was Fokus ist in unserem Leben. Und wenn wir das Richtige einlegen, dann inshallah werden diese Schlösser auch zu unserer Zeit fallen und der Erfolg von Allah subhanahu wa ta'ala wird den Muslimen gegeben. Aber das ist Bedingung. Wie gesagt, dass Allah uns hilft, müssen wir den Muslimen helfen. Dass Allah uns hilft, muss die Liebe zu Allah und seinem Gesandten sallallahu alaihi wasallam über allem stehen. Und Ikhlas. Sami'na wa ata'na. Hören und gehorchen. Was haben sie gemacht? Sie haben auf dieses Essen verzichtet. Also vorhin höre ich, irgendwelche Leute machen keinen Boykott. Warum? Also was? Was? Also wirst du verhungern, wenn du das nicht isst? Also was gibt es für einen Grund, nach McDonald's zu gehen? Da gibt es eh fast nichts, was du essen darfst. So, da hast du vielleicht so 2%, 3%, was du noch irgendwie essen könntest, aber auch nicht mehr isst jetzt. Aber jetzt. Was willst du? So, was willst du? Geh Tankstelle, hol dir irgendein trockenes Brot und iss. Weil du bist im kürzesten Leben. Das ist dein kürzestes Leben. Mach nicht für ein kurzes Leben lange Zeit kaputt. Das ist sehr, sehr wichtig. Und inshallah ta'ala, versuch in deinem Leben in diesen Kontakt mit Allah und seinem Gesandten sallallahu alaihi wasallam zu kommen. Geh deinen Pflichten nach, geh der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam nach, habe Angst vor deiner Vergangenheit und Hoffnung und Taqwa in die Zukunft, so wirst du gewinnen. So wirst du gewinnen, so wirst du eins, inshallah ta'ala, mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam sein. Und wenn es Allah gut mit dir meint, dann wird er dir viel geben. Was heißt viel geben? Nicht viel Geld geben. Was haben wir letztes Mal geredet? Abu Abs, radiallahu anhu, er hatte wenig. Der Prophet hat gesagt, es wird Zeiten kommen, da werdet ihr sehr viel haben. Aber das wird nicht gut sein für euch. Geld ist Papier, hat keinen Wert. Hat keinen Wert. Aber du, dein Iman, das ist was, was Wert hat. Wenn du Iman hast, dann hast du alles. Wenn du keinen Iman hast, hast du nichts. Deswegen, und wenn es Allah gut mit dir meint, dann wird er dir viele Möglichkeiten geben, ihm näher zu kommen. Und wenn er sie dir gegeben hat, dann schätze sie. Dann schätze sie und wisse, keiner auf dieser Welt, weder deine Mutter noch irgendjemand, liebt dich mehr als der Gesandte sallallahu alaihi wasallam. Keiner. Und denk auch nicht, er kennt dich nicht. Niemals. Er kennt dich, er kennt mich. Aber das Wichtigste ist, dass er dich am jüngsten Tag erkennt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns das ermöglichen. Amen. Gibt es noch Fragen?